Freunde, die neue Season ist voller Geheimnisse und Leaks. Heute versuchen wir in den geheimen Bunker von TNT Tina reinzukommen. Ich bin noch nicht hingegangen, das habe ich mir extra bei einem Video aufgespart, Freunde. Und benutzt bitte den Creator Code Seville, lasst einen Like da. Und das Krasse ist bei dem Video, wir haben gewartet, bis die Zone bei Catty Corner ist und haben danach versucht, sogar noch den Win zu holen, nachdem wir in den Tresor reingegangen sind. Also es muss alles stimmen und das Ganze, ob es geklappt hat, werdet ihr in diesem Video sehen. Also geisteskrank, was für eine Aufnahme das wieder war. Es hat einfach alles mitgespielt und wir gehen jetzt rein ins Video. Viel Spaß damit. Benutzt den Creator Code Seville, Freunde, das würde mich sehr, sehr freuen. Ganz viel Liebe geht hier an euch raus. Leute, was ich hier gerade in der Hand habe, ist der krasseste Laptop, den ich jemals in der Hand hatte. Vielen Dank an Gigabyte für die Unterstützung dieses Videos. Das ist das Gigabyte Aero 17 Laptop, Freunde, mit einem Intel Core i7-10870H mit 8 Kernen und mit bis zu 5 GHz. Und jetzt haltet euch wirklich fest, Leute. Das ist ein Laptop. Guckt euch mal an, wie dünn der ist. Der Laptop hat eine RTX 3080 verbaut. Dieser Laptop hat auch noch ein 4K-Display und es gibt noch eine andere Variante mit einem 300-Hertz-Display in Full HD. Und jetzt passt auf, Freunde, ich als Content-Creator und Videoproduzent, ihr wisst ja, ich cut noch Videos für andere YouTuber, ist dieses Ding perfekt, Freunde, denn ihr könnt damit Bilder, Videos und gleichzeitig einfach noch zocken, weil dieser Laptop hat eine Leistung. Der ist einfach besser als mein PC. Checkt dieses Schmuckstück mal in der Beschreibung ab, Leute. Ihr könnt mit diesem Ding einfach alles machen. Also wir sind mittlerweile so weit in der Zukunft fortgeschritten. Es ist unglaublich, wirklich jetzt. Vielen Dank an Gigabyte für die Zusammenarbeit, Leute. Checkt in der Beschreibung diesen Laptop aus. Das ist ein Traum für jeden Gamer, Content Creator oder Video Editor. Let's go mit dem Video. Wir befinden uns hier nämlich jetzt mal bei Lazy Lake, Freunde. Ich habe mir hier den Battle Pass Level 100 Skin mal gegönnt. Den finde ich ultra krank. Und mein Lieblings-Backblink ist zurzeit einfach das neue Backblink von dem Skin, was von dem Thumbnail-Designer Danny rausgekommen ist. Ich liebe dieses Backblink, weil wenn ihr einen Kill damit macht, dann drehen sich so die Seiten um. So, oh mein Gott, die Zone ist perfekt bei uns, Freunde. Das ist ja mal richtig glücklich gerade für uns, dass die Zone perfekt bei Catty Corner hier aufhört. Und ich habe schon ein paar Versuche gemacht. Ich bin extra aber nicht zum Tresor gegangen, weil ich das erste Mal das sehen wollte, wie das Ganze aussieht. Ja, das ist crazy, Freunde. Und, oh, ein Medikit. Nice one, können wir immer gebrauchen. Ist da noch jemand? Ne, nochmal ein Medikit. Und nochmal ein Medikit. Das habe ich jetzt auch noch nie gesehen, dass 4 Medikits oder 3 Medikits auf einmal neben mir spawnen. Okay, danke. Das sind noch ein paar Paulberger. Aber, Freunde, kommen wir auch schon zu zwei kleinen Leaks, die ich hier in diesem Video euch zeigen werde, bevor wir zum Tresor gleich gehen und hoffentlich den Win gleich holen, wenn die Zone weiterhin mitspielt. Das ist krank, diese Runde. Und es gibt einen neuen Skin, den werde ich euch gleich mal hier einblenden. Okay, wohin läufst du, Bro? Und das ist sein Teammate. Komm mal her. Jawohl. Nice, direkt mal bei der ausgeschaltet. Und ja, ich denke mal, das ist das neue Crew-Paket-Skin. Es sieht jetzt nicht krass aus. Also ich bin mir nicht sicher, ob das das Crew-Paket-Skin ist. Oh mein Gott, davon ist auch nochmal einer. Warte mal. Okay, der ist auch total lost. Aber ich gehe davon aus. Es kann auch sein, dass es normaler Skin ist. Aber ja, ich tendiere eher zum Crew-Paket-Skin. Und als nächstes, Freunde. Nee, wie viele Leute sind hier auf einmal bei Lazy Lake? Seit wann ist Lazy Lake hier Tilted Towers? Gibt es... Oh mein Gott, hinter... Ey, zum Glück habe ich ihn gerade gehört. Ich habe gerade selbst gehört, der Typ wollte mich direkt von hinten töten. Was ist denn mit dem falsch? Hier, Alter. Der wollte mich einfach von hinten direkt töten. Zum Glück habe ich noch gehört, die Steps. Und Freunde, die Dinosaurier-Eier beginnen sich zu öffnen, Freunde. Ich habe vor einigen Tagen ein Video hochgeladen, in dem ich angeteasert habe, dass es Dinosaurier in Fortnite geben wird. Wir wissen ja, die Fortnite-Season ist in einer Uhrzeit gerade. Und was passt besser als Dinosaurier in der Uhrzeit? Er spricht alles dafür und die Eier beginnen sich langsam zu öffnen. Was heftig ist, wir können also bald
Dinosaurier erwarten. So, Lazy Lake. Ne, hier muss noch einer sein. Warte mal, hat er den revived? Ne, sind ja beide gestorben vorhin, gerade eben. Ich bin gerade ein bisschen durcheinander. Hier ist auf jeden Fall noch einer oben bei Lazy Lake. Oh mein Gott. Also manchmal zeige ich euch ehrlich, die Shotgun lässt manchmal echt zu wünschen übrig bei mir. So, nice one. Waren das jetzt alle, ja? Ich hoffe. Lazy Lake geht richtig ab und wir gehen gleich zum Tresor, Freunde. Ich bin so gespannt, was gleich passieren wird. Ohne Witz, Mann. Nochmal welche. Da vorne, bei der Tankstelle. Ich glaube, da will sich Zigaretten holen. Aber hier wird nicht geraucht. Rauchen ist ungesund, Freundchen. Ab mit dir. Nice one. 8 stabile Kills in Lazy Lake. Jetzt geht's ab zum Tresor. Und dann schauen wir, was gleich passiert. Ich bin so aufgeregt. No joke, ich liebe so Sachen. So, Freunde, wir sind... Oh! Was geht denn hier? Wir sind ja bei Catty Corner. Sag jetzt nicht, der Typ ist an den Wölfen gestorben. Haben wir den Wolf hier erstmal jetzt überfahren? Oh, nice one. Dich überfahre ich auch gleich, der andere Wolf. Tschüss, hau rein. Ja, muss jetzt auch nicht sein, Freunde. Macht das bitte nicht nach zu Hause, ne? Aber der Typ ist einfach an den Wölfen gestorben. So, wir sind jetzt hier bei Catty Corner. Ich habe gerade ein bisschen Angst, dass hier noch jemand ist. Die Zone spielt perfekt mit. Das ist geisteskrank. Aber wir holen uns jetzt erstmal hier ein bisschen Loot, weil der Typ hat hier alles gelootet. Die Chilis. Ich liebe diese Dinger. Damit ist man richtig schnell unterwegs. Und habe ich hier noch eine... Ja, da vorne ist noch eine Kiste. Die gönnen wir uns auch jetzt gleich mal. Und dann gehen wir zum Bunker-Tresor, Freunde. Whee! Okay. Ist ja alles clean. Hier befindet sich der Bunker. Ich habe irgendwie Angst, Leute. Ich will hier, dass es eine perfekte Aufnahme wird. So, wir sind da und der Schmetterling erscheint, Freunde. Der Schmetterling erscheint hier. Es gibt ja mehrere Schmetterlinge. Ich war hier noch nie, wirklich. Das ist mein erstes Mal, no joke. Und ich mache hier erstmal alles kaputt. Okay, weil da steht ja Boom. Und da drin befindet sich nämlich etwas, was wir aufmachen können. Und hier ist tatsächlich noch ein Gegner. Ja, okay, okay, okay. Nice one. Hat er noch einen Teammate? Ich glaube nicht. Okay. Wir holen jetzt diese Explosionskanister. Das sind halt echt noch welche. Junge, Junge, Junge. Also die Leute mit den Wölfen manchmal. Aber ich mache jetzt mal wirklich alles weg. Ein paar Mats zur Sicherheit, falls noch Gegner kommen, Leute. Ich will das hier jetzt perfekt hinkriegen. Das ist die perfekte Aufnahme. Es stimmt alles. Zone, Bunker, Kills. Nice one. Okay, wir machen nochmal den Wolf hier am Arsch. Alles klar. Das spawnt einfach nur ein Auto. So, haben wir alles? Ist hier noch irgendwas? Irgendwelche Kaboom-Kanister? Aber ich glaube, die gibt es nur da unten. So, wir nehmen auch mal das Auto mit. So, let's go. Jetzt machen wir nochmal die Türrahmen. Also den Türrahmen hier kaputt. Und dann können wir jetzt gleich die Kaboom-Dinger hin platzieren. Ich bin so gespannt, was passiert. So, alles ist frei jetzt. Okay, 2 Stück haben wir. Einmal. Ey, ich hoffe, es klappt, Freunde. Ich hoffe, es klappt. Okay, es gibt 3. Nochmal einer. Oh mein Gott, ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Okay, okay, alles gut. Es ist noch nichts passiert. Es gibt nochmal eins hier. Wenn es nicht klappt mit den 2 Boom-Kanistern, dann gibt es noch das Auto. Ist auch nochmal ein bisschen weiter nach vorne. Ey, das eine ist perfekt. Okay, wir schießen jetzt gleich drauf, würde ich sagen. Jetzt geht's gleich los. 3, 2, 1, go! Oh mein Gott, was passiert? Okay, es brennt nur. Es ist aber nichts passiert. Okay, ich habe noch eine andere Idee. Wir nehmen das Auto und lassen das Auto explodieren. Wenn jetzt nichts passiert, dann weiß ich auch nicht, Freunde. Okay, bitte, bitte, bitte. Bitte, bitte, bitte. Geh auf, Tresor. Geh auf. Bitte. Lass es bitte nicht umsonst sein, alles. Let's go, eine Riesenexplosion. Ich glaube, es hat funktioniert jetzt. Es hat, glaube ich, funktioniert. Wir können interagieren, Freunde. Der Tresor ist ein bisschen offen. Wir können interagieren. Und das ist eine Quest. Was ist mit dem Tresor passiert? Hä? Mal gucken, ob wir noch mit der Schockwellengranate irgendwie rein können gleich. Aber wir haben es geschafft, Freunde. Ich wusste wirklich nicht, dass es eine Quest ist. Können wir da irgendwie rein? Der Tresor ist geöffnet. Wir sind im Tresor sozusagen drinne. Und das Ganze war eine Quest. Lul. No joke, ich wusste das nicht. Ich wusste nur, dass es ein Tresor hier gibt. Wie krass ist das denn? Freunde, wir haben das Ganze einfach geschafft. Und wir holen uns jetzt noch
zur perfekten Runde in den Win da. Lasst mal gerne ein Like da, Freunde. Also jetzt wisst ihr auch, dass es einfach eine Quest ist. Und ihr könnt damit einen Stil von Jonesy freischalten, nämlich den Karate-Skin. Das wusste ich nicht. Geisteskrank, es hat alles geklappt. Zum Glück hatten wir das Auto dabei, es ist jetzt nicht funktioniert, ne? Okay, wir haben 12 Kills. Lazy Lay geht wieder ein bisschen Action. Der Typ wollte sich gerade heilen. Und wenn wir jetzt einen Win holen, dann ist es perfekt. Und er hat sogar die exotischen Waffen. Geisteskranke Runde, Freunde. Exotischen Dual Barrels hier am Start. Und es leben noch 5 Leute. Wir können hier noch den Win holen. Ey, ich bin so froh gerade. Ja, der will hier Baubattle machen oder was? Minion, jetzt mach mal halblang hier. Ich hoffe, dass wir den gleich kriegen, Freunde. Ich will wirklich nicht sterben. Jetzt! Gar keinen Bock darauf. Digga, okay, der geht runter. Manche Leute bauen hier wirklich den schiefen Turm von Pisa. Nice one. Aber der müsste noch ein Teammate haben, glaube ich. Kommt der? Ja, da unten ist er. Guck, guck, Freundchen. Guck, guck. Nice. Okay, goldene Shotgun. Okay, wir haben Hauptzone kommt. Keine Zeit für goldene Shotgun. 3 Leute noch. Freunde, also wie gesagt, neuer Skin kommt bald raus. Wahrscheinlich Crew-Paket. Die Eier fangen an, sich zu öffnen. Und wir haben das mit dem Bunker geschafft. Es ist einfach eine Quest. Hab ich nicht gewusst. Sehr, sehr nice. Okay, der ist lost, Freunde. Der ist total lost. 2 Leute leben noch. 16 Kills, kann man nichts sagen zu der Runde. Und wo sind die letzten 2? Ja, okay, da vorne ist er schon. Beziehungsweise hinter uns. Ey, ich liebe diese Double Barrels. Okay, der baut nicht mal. Den holen wir easy weg. Nice one. Und nur noch einer, Freunde. Wir können hier stabile 18 Kills machen. Ach, ich liebe diese Experimente. No jokes, macht immer so Spaß. Und vor allem, der Typ ist einfach da hinten. Da müsste ich hier Skybase bauen, oder was? Vor allem, wenn man nicht weiß, was passiert. Also, ich wusste, wie gesagt, dass es einen Bunker gibt. Aber einfach nicht, was passiert. Und es ist einfach viel geiler in den Videos, wenn du das selber erlebst. So, anstatt du das schon mal gesehen hast bei irgendeinem anderen Video. Oh, der hat einen Bogen. Okay. So, Minion, jetzt komme ich mal hoch zu dir. Das ist auch so ein kleiner Bob, der Baumeister. Okay. Ich habe aber die Double Barrel. Die macht den Gebäuden richtig viel Schaden. Jetzt komm mal raus aus deinem Versteck. Wo ist er denn? Oh, Digga. Was spielt er denn für ein Spiel mit uns? Okay, es reicht. Der regt mich so auf, Freunde. Komm jetzt runter. Okay. Oh mein Gott. Ich dachte, ich sterbe gerade an Fallschaden. Okay, ich heile mich kurz und dann holen wir den weg. Ich wollte mich mit dem anfreunden. Tut mir leid, das geht leider nicht. Wir müssen es auf die harte Tour probieren, Leute. Der wollt nicht mit uns Freunde bleiben. Mal gucken, ob er uns gerade hört. Zone kommt. Wir können mit der Zone ein bisschen spielen. Das ist bestimmt ein Panic-Spieler, Leute. Jetzt geht er bestimmt los. Zone kommt. Okay, direkt auf Angriff. Ja, du Pipi-Matz, Digga. So, jetzt hau rein. Das war's mit dir. Boom, Baby, Leute. Lasst mal einen fetten Like da auf dieses Video. Wir haben den Bunker geöffnet. Die Eier fangen an zu schlüpfen. Und wir haben einen neuen Skin in Fortnite. Alles hat geklappt hier in dieser Runde. Stabile 18 Kills. Wir sehen uns beim nächsten Video. Creator Code 7 nicht vergessen. Bis dann und ciao, ciao.